Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2 der Omnibus Simulator. Wir sind heute auf der Karte Ortsgemeinde Oberbuchholz-Wielautet unterwegs mit einem Ex-Rheinbahn NG 313. Und ja, Manfred ist heute der Fahrer. Tag, Manni. Und ja, Thomas muss mal aufrüsten. Elektronik ist an. Wir wählen mal nochmal Fahrplan aus. Das ist Feiertage T02. Genau, Nordseite passt 47,3 Turm ablösen. Linie 02500. Und die Route 01. Mal nachschauen. Jawohl, passt. Perfekt. Das Ganze verfahren wir mit der Soundmod. Ich muss sagen, der Sound hört sich mega geil an. Spule mal die Zeit ein bisschen vor. Menü Fahrplan. 18:35, 18:33. Fahrkartenverkauf habe ich heute mal keinen Bock drauf. Gut. Sehr schön. Okay. Okay. Ah ja. Egal. Nächster Halt ist der Dermbachweg. Ansagen funktionieren bei den Kisten hier wie immer nicht. Obwohl, Fahrkartenverkauf kann man einfach einschalten. Hä? The fuck? Aha. Ah ja, okay. Boah, Alter, 30 Grad. Fenster auf und Klima. So. Noch mal schnell Thumbnail machen. Jo. Passt. Na komm. Und ja, Soundboard hier ist mega geil.
Schönes D28er Getriebe. Klicken wir mal weg. Egal, nächstes Mal. Nächster Halt, Buchholz Bahnhofstraße. Poltert sonst auch geil. So, machen wir mal Türen auf. Gut. Hören wir uns die Kiste mal von außen Nächster Halt. Oberbuchholz am Bahnhof. Hier brauchen wir ja keinen Blinker. Bei uns in München ist so eine Hitze draußen. Nächster Halt am Fluss. Ups. Da sind wir etwas zu weit gefahren. Oder machen wir mal ein Distal-Thumbnail. Na komm. Und Abfahrt. Hatte eigentlich eine andere Türsteuerung rein, aber lassen wir's. Jetzt passt. Nächster Halt, Ranshof Kreuzung. Meinung zur Karte könnt ihr in den Kommentaren abstimmen. Und ja, so wie zum Soundmodell könnt ihr euch mal austauschen. Kriegt er jetzt hinter mir? Haram.
Ach da. Ja gut, nicht? Ja gut. Gut. Fenster kann man leider nicht aufmachen, wenn Klima auf dem Dach ist. Fände ich persönlich schade. Na komm. Und rein. Ja. Nächster halt Ranshof. Schepper-Sounds finde ich auch. Ja, mega gut. Ups. So. Dann geht's, glaube ich, geradeaus weiter. Komm, wo hängt die Flitzpiepe jetzt? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr diese Krankenwagen nerven. Und aus dem Grund tue ich jetzt mal. Ja. Ey, heute hier wieder to totales Chaos. Mal Ton ein bisschen runterschrauben. Geräusche, genau. Komm. Genau so eine Ampelschaltung haben wir in München auch verhäufigt. Stehst oftmals 1, 2 Minuten oder drei dran und dann Verspätung. Nochmal von innen gönnen. Okay. 80. Jetzt, da ich auf Instagram auch schon etwas aktiver bin, habe ich mich dazu entschieden, auch auf YouTube wieder ein bisschen aktiver zu sein. Weil ich ja jetzt, halte eure Fresse. Da ich ja jetzt
OBS mit meinen Kopfhörern verknüpft bekommen habe und mittlerweile einen neuen PC habe, womit die Games eigentlich laufen sollen. Fahrt besser. Mei, oh mei, oh mei. Hirsch. Nächster Halt, Schulzenberg. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Terminus, please leave the bus here. Ah. Schmor. Wenn ihr auf meinem Instagram und Discord vorbeischauen wollt, dann Beschreibung aufklappen und dann ja, könnt ihr mich schon adden. So, das war's heute. Machen wir unsere Türen auf. Tür 1. Ja, gut. Passt. Hallo. Mann, ey. Ist aber nur bei den Grizzly-Bossen so, dass in irgendeiner Art und Weise die Türen spinnen. Aber das nervt mich ein bisschen. Aber naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Meinung zum Soundmod und zur Karte könnt ihr euch drüber in den Kommentaren austauschen. Und ja, ich verabschiede mich heute. Wir sehen uns. Bye bye.